Sieht man nicht den kompletten Controller oder nur ja, so man eine sieht, Marke? man sieht den Controller und die VR-Brille. Sieh ja. dich. Oh. Gut, ich habe nicht damit gerechnet, dass so viel angezeigt wird. Ja. Ja, wir sehen, wie du dich bewegst. Wir sehen dich bewegen. Ja, geil. Ja. Schade, dass du nicht noch die Gelegenheit genutzt ja. hast und direkt noch Handanimationen mit ja. reingebracht hast. Du kannst gleich einen Stinkefinger zeigen. Mit den Controllern. Jo, wollen wir anfangen? Jo, hau drauf. Jo. Na denn? Hauen wir drauf. Runde Mensch, ärgere dich nicht rückwärts. Ach so, greifen. Ich würde sagen, mit der, die höchste Zahl geworfen hat. Nee, der niedrigste. Diesmal ist es andersrum. Die Regeln sind so, rückwärts. Wir spielen Mensch, ärgere dich nicht rückwärts, also nicht dich ärgere Mensch, spielen wir heute. Und wer als erstes eine 1 hat, der darf rausziehen. Und wir müssen hier. Ja, wir müssen halt hier an unser Startfeld kommen. Wir sind halt alle schon im Ziel und müssen zum Start kommen. Nenn darf raus. Dann hier du fängst. Oder? Nee, hier. Da. Okay. Darf sie nochmal? Ach ja, stimmt. Wenn sie eine 1 hat, darf sie nochmal. Okay, jetzt bin ich dran. Wie würfle ich? Ich kenne das Spiel noch gar nicht. Einfach schütteln und loslassen. Eine 5. Und ich darf dreimal. Eine 3. Mhm. Und das letzte Mal. Eine 4. Verdammt. Du kommst nicht raus. Hier. Ich übe schon mein bisschen würfeln. Aha. Ich kipp hier fast um. Ah. War eine 4. An den Nenn ist schon wieder ran. Die gewinnt das schon. Ist ja nicht so schwer für sie, wenn sie schon einen draußen hat. Die gewinnt das Ganze hier noch. Du meinst einen drin. Logisch betrachtet noch fieser wäre es, wenn man vor dem Ziel stehen bleibt und erst ach so, dann ich bin dran. Halt. Dann muss man noch würfeln, bis man reinkommt. Ich habe eine 6. Ziel, also den Anfang. Bringt mir aber nichts. Ich habe noch eine 6. Ich habe eine 4. Wäre, wenn man es rückwärts spielt, jedenfalls konsequent. Ja, im Endeffekt. Ja. Prof, du bist dran. Prof hat eine VR-Brille auf, eine VR-Brille. Wir können heute sehen, was Prof macht. Wir sehen seine Hände und sein Gesicht. Er spielt das in VR. So, 3, 4, 5. Oh Mann. Yay. Ich habe noch keinen raus. Ja. Dann ist wieder dran. Och, die hat schon den zweiten raus. Mann, verdammt. Es geht doch spielverderberisch. Hey, aktuell hat sie das Problem, dass ich vor ihr stehe und da die Regeln umgedreht sind. Wenn halt. Sie draufstößt, fliegt ihr Stein ja. raus. Ganz genau. Die Regeln sind halt umgedreht. So, eine 4. Ich krieg halt keine 1. Eine 3. Komm, eine 4. Verdammt! Was soll denn der Mist? Ich kann dich gar nicht richtig würfeln. Was? Wo ist der hin? Ah, okay. Ich üble würfeln. Üble würfeln, ja genau. Aha, er steckt dir in der Wand. Ja, sehr gut. Ich schau mal, was der Prof so macht. Oh, das ist mein Gesicht. Das ist mein Fürst. Alles aus einer anderen Perspektive betrachten. Ist auch nicht schlecht für die Aufnahme. Mal ein bisschen mit die Perspektiven zu wechseln. So, ich bin dran. Yay. Eins. Yay. Wird ja auch mal Zeit. Jo, und jetzt nochmal. 3. Ich muss in die Richtung, oder? Ja. Oder die. Nein, 1, 2, 3. Sehr gut. Den Pfeilen entgegen. Ja. Yep. Ist ja rückwärts. Ups. Ich glaube, dein... Hast du weggeschmissen. Der geht jetzt nicht. War Kippe. 3. 1, 2, 3. Wie zaghaft mit den Würfeln sein. Das ist einfach ganz liebevoll. VR. Ganz liebevoll. Du schmeißt halt etwas, was kein Gewicht hat.
Dann spiel doch nicht VR. Das macht aber Laune. Ich muss meins auch noch einrichten. Nein, bist du schon fertig, oder? Ja, ich kann bin ich jetzt? Fertig, du bist. Hab nicht hingeguckt. Was, dein VR? Ja. 6. Was hast du denn geholt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehr gut. Rift MK1. Prof, du bist dran. Profens. Würfeln Sie. Herr Ikarikos. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut. Nein. Eine 6. Was machst du mit dem blauen Stein? Ich versuche ihn auf die Spitze zu stellen, aber das funktioniert irgendwie nicht. Das wird nix. Warte, stimmt, hier gibt's ja ein Zeichentool. Du bist Prof. Bin ich dran? Nee, was? Prof ist dran? Ich? Wie das? Ich bin dran. Kann man aber wechseln. Zwei. Warte. Ich habe immer noch keinen zweiten raus. Ich bin immer noch beim ersten. Jetzt bist du dran, Prof. Oh, Zeichenstift. Man kann ja zeichnen. Wo? Juhu! Wo kann ich zeichnen? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jupp, zweites Menüpunkt. Guck mal, so viele Sechsen, ey. 5. Eraser erstmal wieder. Erstmal die wichtigen Sachen hier reinzeichnen. Ganz genau. Erstmal die Herrschaft. So. Brauchst du noch einen dreidimensionalen? Den kann ich dir auch hier zeigen. Ganz genau. So, ich bin dran. Ich bin dran, oder was? Ja. Musst du wieder aufs erste Menü wechseln. Ich mach mir hier eine kleine Würfelablage. Hier kommt der Würfel hin. Jo, eine 6. Meiner ist hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Radiergummichen. Warte, theoretisch müsste man doch, wenn man jetzt eine 1 würfelt, dann nochmal würfeln dürfen, wenn kann man hier alle radieren? Sind. Mhm. Ja, 6, theoretisch. Das ist doch schön. Warte, wo war ich? Da war ich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir finden ja fast nur noch 6 hier. Ich bin gerade auch etwas erstaunt. Ach so, so kann man auch würfeln. Aha! So kann man. Man kann den Würfel, fliegt langsam genug, dass man wieder auffangen kann. Cool. So kann man übrigens auch würfeln mit der Hand, mit der Schubshand. Kann man hier irgendwo radieren? Das ist im Zeichenmenü die 5. Option. 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Eraser. Bin ich schon wieder dran, oder? Ich gehe mal von aus. Ja. Okay. Hier muss der Würfel eigentlich hin. So. Es ist eine 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich glaube hier. Oh, da liegt noch der letzte. Du bist dran, Prof. Ja, das passiert. Hui. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz knapp. Ja. So kann man auch sehr gut würfeln hier mit dem Ding. So. Ich bin dran. Dann würfel ich mal. Eine 4. Das war aber ein sehr zaghafter Hüpfer. 1, 2, 3, 4. Ich habe immer noch keinen zweiten raus. Dafür habe ich vielleicht gleich den ersten im Start. So, Prof. Touchdown. 6. 1, 2, 3, 4, 5. 6. Oh, Prof hat den ersten drin. Nice. Mal das Feld frei räumen. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So, du bist. Okay. Hat auch keiner bemerkt. 1, 2, 3, 4.
ist ja gut. Bubler, Bubler. Schön, wenn es keiner bemerkt. Was ist mit dem Würfel? Ich sehe ihn nicht. Oh, es ist fünf. Verdammt, da ist eine Wand. Ja. Oh, ich muss mal. Ja. Schön, wenn man schummeln kann und keiner das bemerkt. Nee. Fällt gerade auf, ich darf ja eigentlich wieder dreimal würfeln. Ja. 4, 6. Hilft nicht. Zwergi! So, bei dir wurde es nichts. 2, 6, 1. Ich bin wieder dran. Jetzt, wo es nichts bringt. Jetzt bin ich dran. Würfel. Eine 2. Ich brauche eine 1. Ich brauche endlich wieder eine 1. So, Prof, du bist wieder dran. Was? Was ist das hier? Was? Was zum Henker? Es kippe. Muss normal würfeln. Wie soll ich? Das ist Kippe. Hatte ich jetzt auch noch nicht. So, 2, 6. So. Bin ich schon wieder dran? Ah, ja, okay. Bist du. Dann würfel ich mal. Hui, eine 5. Verdammt. 3, 4, 5. Ich brauche endlich mal eine 1. Ey, wer diese Würfel hat, der kann ja kaum was sehen. Hallo. Bin ich schon wieder dran oder was? Nee, Prof ist dran. Prof ist dran. Ja, ich war gerade beschäftigt mit ein bisschen rummalen. Ja, merke ich auch gerade. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Wow. Super. Okay, ich schon wieder, oder? Ja, ich schon wieder. Ja. Ah. Ich war gerade am Zeichnen. Ja, mein 6. Würfel. Ach nein. 1. 2, ja. Habe ich den ersten drin. Und den Rest muss ich verfallen lassen, oder was? Ja. Warum? Tja. Prof? Tja, so sieht das wohl aus wieder. Mei. 2. Mensch, damit werde ich aber kein Langstreckenläufer. Wie der Werner-Zitat, oder was? Nee, eigentlich nicht. Ich spreche nur ein bisschen Norddeutsch. Erinnert mich aber stark an Werner. Ja, kein Wunder, die sprechen ja auch Norddeutsch. Hoppera, hoppera, Zwergi! Ach, ich bin wieder dran. Ich bin hier nur am Pinseln. Und lass euch spielen. Schade, dass ich nicht auf einen Controller den Pinsel auf den anderen den Greifer sägen kann. Das ist Kippe. Zählt das als 1, oder? Ja, also nochmal. Oh Mann, das war fast eine 1. Es wurde mir sogar als 1 angezeigt. Eine 2. Also nochmal, ich darf jetzt 6-mal würfeln. Was? Eine 4 und. Na komm bitte. Eine 4. Verdammt. Ich brauche wieder eine 1. Ich kriege einfach keine 1. 3, 4, 5, 6. Alle. So. 4. 1, 2, 3, 4. Ich bin wieder, oder was? Zwergi. Jo. Eine 4. Ja, gut, bringt mir nix. Bringt mir nix.
Oh, Prof hat einen Gamefight auf meinen Dings in 3D gemacht. 5, noch einmal. Ja. Eine 2. Verdammt. Kann ich weiterzeichnen. 2. Wow. Ey. Ey! Das zählt jetzt. Wow, 6. Hat die einfach alle draußen, also wirklich. Ich schon wieder. Bin ich jetzt schon wieder. Tja. So ist das Leben. Tja. Hart und grausam. Eine 5. Eine 6. Oh Gott, die hat alle Steine draußen. Eine 7. Ne, eine 3. Verdammt. Ich verliere das Spiel. Oh. Prof, du bist dran. Wenn ich jetzt nochmal wieder einen rausbekomme, wäre eine gute Chance, dass Nini plötzlich sich einen von meinen einfängt. Ich gucke euch dann mal zu. Damit. Beziehungsweise zeichne hier. Ja, also, 3, 4, 5, 6. Nee, irgendwie nicht. So, flop. 1. Was gibt's da eigentlich sonst für Zeichentools? Box, Kreis, Teddy. Linie. Oh. Ein 6. Ein 3, eine 2. Komm bitte eine 6. Verdammt, was will ich mit einer 6? Das bringt mir hier gar nichts. Das fiel dir früher auf. Mann. Ach ja. Wow. 1, 2, 3, 4, 5. So. Ich habe meine Zeichnung fertig gemacht. Hey, das irritiert. Bin ich jetzt wieder? Ich würfle dann mal. Prof, lass gut sein. 6. Eine 6. Na komm. Eine 6, warum krieg ich 3 Sechsen hintereinander? Ich brauch hier keine 6. Ich brauch Scheiße, Prof kriegt den Ärger. Hau dich mit dem Würfel. Na komm, spielt ohne mich hier. Prof, du bist dran. Na komm. 4. Irgendjemand muss jetzt mal gewinnen. 1, 2, 3, 4. Ich kann Profs Zeichnungen radieren. Sehr gut. Ja, alle Zeichnungen konnten von jedem radiert werden. Plus die dreidimensionellen kann ich nicht radieren.